Hallihallo und willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Heroes of the Storm von Blizzard. Das Ganze ist ein MOBA, das heißt, das ist ähnlich wie League of Legends oder Dota. Und als ich das Spiel gestartet habe, kam hier zwar so eine Intro-Video-Sequenz. Ich habe keine Ahnung, ob man die nochmal irgendwo starten können. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit Tutorial 1 an. Vor einem Jahr, der Nexus ruft den mächtigen James Rayner zu sich, Commander Rebell, Held des Sturms. Bekannt aus Darkcraft 1 und 2. Jo, dann gucken wir erstmal den Ladebalken zu. Ich spiele jetzt einfach mal das Tutorial, weil jedes Spiel ja ein bisschen anders ist. Ich hab zwar früher schon ein bisschen League of Legends und Dota gespielt, aber man weiß ja nie. Hyperion, hört ihr mich? Verflucht! Wo habe ich mich da nur wieder reingeritten? Seid gegrüßt. Ich bin Uta, der Lichtbringer. Und ihr wurdet vom Nexus auserwählt. Vom Nexus? Dann stecken also die Protoss dahinter. Was? Nein, das... Hört mal. Der Nexus ist ein kosmischer Sturm, in dem Welten, ungeachtet von Zeit, Raum und Dimensionen, aufeinanderprallen. Ihr wurdet hierher gerufen, um euch in der Schlacht zu beweisen und großen Ruhm zu erringen. Ruhm? Dabei hatte mich Hallo schon überzeugt. Dieses Sturmtor bringt uns zum Rabenhof, einem der vielen Reiche des Nexus. Bewegt euch mit Rechtsklick dorthin. Jo, das war die Zwischensequenz, die ich gemeint habe. Das könnte gut werden. Die ich übersprungen habe. Schön, dass es die Nummer angezeigt hat, beziehungsweise das Tutorial direkt dort anknüpft. Gehen wir einfach mal hier hin. So, was passiert jetzt? Okay. Ein gegnerischer Diener? Jetzt schon? Oh, na dann, drückt A und führt per Linksklick einen Angriff aus. A drücken, angreifen. Wahrscheinlich geht das auch anders, beziehungsweise müssen wir nicht bei jedem A drücken. Nehme ich mal an. So, töte das Skelett, haben wir schon gemacht. Ihr könnt weitere Diener vor euch auf der Minikarte sehen. Weitere Diener auf der Minikarte, alles klar, da haben wir doch schon mal ein paar. Laufen wir mal ein bisschen weg, dass sie uns hier keinen Schaden machen. Wahrscheinlich machen die sowieso nicht viel Schaden. Oh Gott. Nee, lass mich in Ruhe. Zum Glück können wir schneller rennen wie die. Ist da eben eine leuchtende Kugel aus dem Ding rausgeplatzt? Eine Regenerationskugel. Bewegt euch zu ihr, damit ihr und Verbündete in der Nähe Lebenspunkte und Mana regeneriert. Na, ja, das ist ganz cool. So, was haben wir hier? Drückt die A-Taste und Linksklick auf den Boden, um euch auf einen Ort zuzubewegen und dabei links Gegner anzugreifen. Jo, dann machen wir das mal so. Wir können stehen bleiben. Die machen wir ja sowieso gefühlt keinen Schaden. Willst du mir nicht zur Hand gehen, Uta? Weg hier. Ich habe mein Tutorial bereits abgeschlossen, Junge. Außerdem glaube ich, dass ihr mit ein paar Dienern fertig werdet. So, da haben wir die nächste Gruppe. Wie ihr sicher schon mitgekriegt habt oder vielleicht auch schon wisst, ist das Ganze ein Mischmasch aus sämtlichen Blizzard-Welten, das heißt StarCraft, WoW, Diablo und so weiter. Dann erzähl mir mal, was hier eigentlich los ist. Dieses Reich nennt man den Rabenhof und es scheint vom Dämonenfürsten Diablo belagert zu werden. Diablo? Ihr wagt es, dem Herrn des Schreckens zu trotzen? Ich frage mich, wie schmeckt deine Angst, Sterblicher? Ich habe keinen Schimmer. Ich weiß nicht mal, ob man Angst überhaupt schmecken kann. Ich werde dich verschlingen!
Der hinterlässt nicht gerade den besten Eindruck. Ich glaube, ich bringe ihm besser mal ein paar Manieren bei. Rainer, blöde Sprüche wie immer. Wenn ihr es mit Diablo aufnehmen wollt, müsst ihr das Beste aus euren Fähigkeiten machen. Durchschlagsmunition. Probiert eure Durchschlagsmunition zuerst gegen Diablos untote Soldaten aus. So, das Ganze ist eine Timing-Fähigkeit, abhängt Zeit 6 Sekunden, verursacht 107 Schaden und stößt den Gegner zurück. Probieren wir das Ganze doch einfach mal aus. Haben wir quer durch. Ja, sehr schön. Fähigkeiten verursachen mehr Schaden als Standardangriffe. Ja, wäre auch blöd, wenn nicht, ne? So, machen wir die nächste Mal hier direkt. Können wir ja zum Glück ziemlich spawnen, vor allem wenn hier noch Dingsbums kommen. Mit Durchschlagsmunition könnt ihr Gruppen von Dienern auf einen Schlag töten. Ja, ich weiß. Habe ich jetzt auch schon rausgefunden, Uta? Da vorne sind zu viele Skelette. Wir müssen uns zurückziehen. Oh, das ist nicht gut. Die Jungs verlieren ihren Kampfeswillen. Eure Fähigkeit, Mut machen, ermutigt euren Helden und eure Verbündeten. Ihr müsst diesen Fußsoldaten Mut machen und den Kampf fortsetzen. Mut machen erhöht die Angriffsgeschwindigkeit 12 Sekunden lang um 25%. Verbündete der Nähe erhalten die Hälfte dieses Bonus. Alles klar, dann machen wir unseren Truppen hier mal Mut. Ich kann es mit jedem aufnehmen. Angriff! Das ist die richtige Einstellung. Dann setzen wir uns mal hier hin und hauen uns einen Durchschlagschuss hier rein. So, der noch. Dann wäre es das erstmal wieder gewesen hier. Da kommen die nächsten Gegner direkt. Erhöht eure Angriffsgeschwindigkeit und die so, erstmal in Position bringen. Es so oft ihr könnt. Jo, mach ich doch schon. Raiders rocken. Oh, da sind haufenweise. Euren Dienern Mut zu machen ist nützlich, um die Skelette effizienter zu besiegen. Ja, man merkt auch ordentlich den Bonus hier von der Angriffsgeschwindigkeit. Euer neu entdeckter Mut wird euch nicht retten. Eure erbärmlichen Leben enden hier. Unsere Fußsoldaten greifen weiter vorne Diablo an. Entsperrt eure Kamera und seht es euch an. Drücke L, um die Kamera zu entsperren. Okay, machen wir das doch mal. Jetzt können wir hier rumdingsen. Die Karte. Dann sehen wir mal, was Diablo so treibt. Brennt im Höllenfeuer! Ach du Kacke. Er ist verletzt. Eure Zeit zum Zuschlagen ist gekommen. Kamera auf Helden zerdrehen mit der Leertaste. Alles klar. Indem ihr erneut die L-Taste drückt. Dieses Reich und all seine verdammten Seelen gehören mir! So. Werden wir ja sehen. Du kannst doch nicht zählen. Den kriegen wir. Juhu! Ah, da können wir die Leiche rumschieben, auch geil. Ah, komm her, Diablo. Komm her! Gut gemacht, Junge. Aber es ist noch nicht vorbei. Immer noch nicht. Euren Ruhestein, um zu mir zu gelangen. Ruhestein einmal zurückporten. Ah, alles klar, machen wir das doch mal schnell hier. So, wo sind wir? Zu Hause? Irgendwo weg. Okay. Ah, da. Wie raffiniert. Dies ist die Halle der Stürme. Wenn die Schlacht beginnt, werden die Helden hierher gerufen. Unser Ziel ist es, die Zitadelle des Gegners zu zerstören und unsere eigene zu schützen. Beide Zitadellen rufen Diener herbei, die diesen Weg entlang gehen und einander in endlosen Wellen bekämpfen. Verstanden. Diablos Zitadelle zerstören und fertig. Klingt einfach genug. Aber sag mir, warum machen wir das hier gleich wieder? Wisst ihr... Ihr solltet euch nicht so sehr den Kopf zerbrechen. Das ist eine gute Idee. Lieber mal du vorstürmen. Mich so, das hier scheint ein Turm zu sein. Das ist unsere Zitadelle. Hier haben wir noch ein Tor. Kleiner will spielen. Der ist wohl nicht der hellste. Ein Vor ganz allein anzugreifen ist praktisch selbstverständlich. Jo. Wieder Noob. Rollololol. Unsere Diener helfen euch dabei, zur gegnerischen Zitadelle vorzudringen. Bleibt hinter ihnen geschützt.
Na gut, dann bleiben wir erstmal hinter unseren Dienern. Türme sind tödlich, doch sie schießen immer zuerst auf Diener, bevor sie zu Helden übergehen. Na, das ist natürlich sehr gut. Schreibt deinen Turm nur dann an, wenn unsere Diener in der Nähe sind. Jo, da können wir auch die Mauern angreifen. Okay, das ist schon mal sehr interessant. Diener kommen halt zum Glück schnell genug nach. So, jetzt machen wir das Tor hier noch kaputt. Oder auch gut nicht. Gut gemacht, Junge. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Was soll ich sagen? Ich habe halt ein Talent dafür, Dinge explodieren zu lassen. Diener und Steine sind keine Herausforderung. Jetzt werde ich mich an deinem Schrecken laben. An meinem Schrecken laben. Angst und Schrecken kann man nicht essen. Das sind nämlich Gefühle. Er recht hat. Nichts schmecken Angst. Ah, der Stinker hat's verstanden. Genug! Oh nein. Moment mal. Bin ich nicht eben gestorben? Keine Sorge. Im Nexus ist der Tod lediglich ein Rückschlag. Nach einer kurzen Pause werdet ihr kampfbereit wiederbelebt. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich mich euch anschließe? Gemeinsam sind wir stärker. Überhaupt nicht. Auf geht's, Partner. Jo, gut. Okay, okay, okay. Da läuft der Ute schon mal weg. Ich schätze, sowas kommt vor. Sitzt auf, dann stürzen wir uns ins Kampfgetümmel. Aufsitzen, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 40%. Drücke Y, um dein Reittier herbeizurufen. Alles klar? Jederzeit. Ihr könnt absitzen, indem ihr erneut die Aufsitzen-Taste drückt. Jo, alles klar. Wäre ja dann quasi die Absitzen-Taste. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir den kleinen. So, kann ich dir. Ah, der geht schon mal direkt runter hier. Dann hauen wir den doch gleich mal hier kaputt. Flieht rasch. Wir kommen wieder, wenn wir Diener haben. Nix da fliehen. Fliehen ist für Noobs. So, greife das vor an. Nur wenn Diener in der Nähe sind. Alles klar, können wir gerne machen. Mal gucken, was Sound kriegen. Macht der Schuss eigentlich auf Schaden gegen Gebäude? Ja, sehr schön. Sehr gut. Bleibt nur noch die gegnerische Zitadelle. Ah, das war noch gar nicht die Zitadelle, sondern der Turm. So, da kommt ja doch der Diablo, der Drecksack. Dann ballern wir den auch mal schnell über den Haufen. Der ist ja auch ziemlich suizidal unterwegs, muss ich zugeben. Ah, nur ja, wenn er drauf steht. So, hier oben haben wir die Respawn-Zeiten, nehme ich mal an, von den Gegnern. Aber wir haben die Zitadelle schneller kaputt gekriegt, als dass die wieder gespawnt sind. Das gefällt mir schon mal. Hast du sonst noch was zu sagen, Feuermaul? Ich werde meine Rache bekommen, James Wayner. Wir sind noch nicht fertig. Na, das ist aber nicht fair. Wir stehen euch zur Seite. Wow, was hat der Nexus denn da angespült? Schön, dich hier zu sehen, Cowboy. Nova, so langsam fühle ich mich hier fast wie zu Hause. Mach es dir nicht so bequem. Das wird noch ganz schön ungemütlich. So mag ich es am liebsten. Dann mal los, mein Roter. Ich bin bereit für die zweite Runde. So, so, gibt's also auch Nova hier. So, jetzt mal Bildschirm schwarz. Ach, das ist so gewollt. Okay, scheinbar. Scheinbar, eventuell. So, und damit hätten wir ja dann schon das erste Tutorial abgeschlossen quasi. Wir haben noch ein bisschen Zeit, da können wir uns hier mal noch ein bisschen das Menü angucken. Wenn wir Sylvanas, die Banshee-Königin, können wir ausprobieren. Wollen wir aber nicht. 9,99 €. Steh zu mir oder fall vor mir in den Staub. 1000 Gold, mein Gold 0. Okay, dann, ja, nee. Vielleicht können wir die mal bei Gelegenheit ausprobieren. Was haben wir denn hier? Helden, Thrall, Chainer, Sylvanas, alles bekannte Gegner hier. Ah, da gibt es noch ein bisschen billigere.
Diablo kostet 7000 Gold zum Beispiel. Rainer 2000, Kerrigan 7000, Nova 10.000. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut, dass Nova dabei ist. Ich mag die irgendwie. Auch. Was zur Hölle? Da gibt's ein. Ja, das ist ja mega cool, den will ich mir mal angucken. Ist er nicht umwerfend schön? So, was kann der denn? Spinnenminen, erschütternde Explosion, Belagerungsmodus, macht Bewegungsunfähigkeit und erhöht dabei die Reichweite, automatisch ja okay. Fügt weit entfernten Gegnern mehr Schaden zu. Brachialkanone und einen Napalmbeschuss. Klingt doch schon mal ganz cool hier alles. Können wir auch ausprobieren. An einem Einzelspieler, okay. Dann würde ich sagen, Abatur gibt's auch, alles bekannte Gesichter hier. Naja, gut. Was haben wir hier? Wir haben noch ein paar Skins, wie in jedem MOBA-Spiel eigentlich. Beziehungsweise bei League of Legends kennt ja bestimmt jeder die Skins. Bei Dota bin ich eigentlich überzeugt davon, dass es die auch gibt. Reittiere gibt es auch neue. Okay, Regenbogen-Einhorn, das ist natürlich mega geil. Stimpaks, okay, na gut. Gehen wir erstmal wieder ins Hauptmenü. Wir haben hier oben Stimpak nicht aktiv. Kriege ich mehr Gold und Erfahrung. Freundschaftsbonus nicht aktiv. Spiele mit Freunden in einer Gruppe und erhalte 50% mehr Erfahrungsbonus. Damit du den Freundschaftsbonus erhältst, müssen sich Spieler in deiner Gruppe auf deiner Freundesliste befinden. Was kann ich hier? Ach, da kann ich meine Freunde in die Gruppe einladen. Hier oben bin ich selbst. Hier haben wir ein Profil. Wir haben meine Spielerstufen, mein Fortschritt, Spielerstufe, Spielerbelohnung, okay. Ah, da kriege ich dann je nach Level wahrscheinlich hier die Dingsbums. Quests gibt's auch, Heldensammlung, Spielüberblick haben wir noch nichts drin, Statistiken haben wir auch noch nicht, weil wir nicht gespielt haben, Porträt haben wir auch noch nichts freigeschalten, mit Heldenstufen freigeschalten. Ah, und durch mit den Helden spielen auch scheinbar. So, gut. Dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Heroes of the Storm und dann gucken wir uns mal Tutorial 2 an. Also bis denne und tschüss.